Versammelt euch ums Feuer. Was ist das? Was hat er in der Hand? Oh nein. So, ich habe hier zwei Briefumschläge. Zwei. Als erstes öffne ich den ersten. Stars. Gigi und Julia haben heute in der Dschungelprüfung keine Sterne erspielt. Ihr habt abgestimmt, wer das Camp verlassen muss. Verkündet jetzt nacheinander eure Wahl und begründet diese. Thorsten. Ich fasse mich kurz. So, Leute, es ist so viel vorgefallen. Und das letzte Ereignis, was mich erschrocken hat, ja, dass man eben halt sagt zu jemandem, Stasi. Denunziant. Ja, ja, genau. Wie die Stasi gestern bist du hier durchgegangen. Weißt du, was Stasi heißt? Ja. Das sind die Menschen, die die anderen die überwacht haben. Ich habe einen guten Freund aus Finsterwalde. Der hat mir erzählt, was eine Stasi ist. Das ist auch nicht lustig. Hör mal auf. Ich glaube, da ist die Stufe bei mir geplatzt und da ist meine Meinung aber auch geblieben und deshalb habe ich dich auch nominiert. Ich bin mir sicher, dass es dir gerade sehr, sehr schwierig fällt, das alles so an Feedback zu bekommen. Du bist nicht die Person der großen Kritik. Und auch ich habe gemerkt, dass ich für mich einfach da meine Mauer hochziehen musste, weil da einfach für mich persönlich auch Grenzen überschritten wurden, die du auch gesagt hast, Äußerungen, wo ich dir die Chance gegeben habe, das vielleicht noch mal zu revidieren, wo du mir gesagt hast, dass du dahinter stehst. Das ist einfach wirklich zu weit gegangen. Man kann sich ärgern, man kann sich mal irgendwie auseinandersetzen, aber es gibt Grenzen. Und für mich ist da meine persönliche Grenze einfach erreicht. Meine Stimme bekommst du heute auch. Ja. Ich muss sagen, wir haben uns in den letzten Tagen echt gut verstanden. Ich bin dankbar für das Gespräch, was wir hatten. Aber ich hatte mit Gigi eben immer die engere Beziehung. Und deswegen kann ich ihn nicht nehmen. Auch wenn er verrückt ist und so, aber ich kann ihn nicht nehmen. Ich weiß es doch. Lieber Gigi, liebe Julia, ich musste mich ja zwischen euch beiden entscheiden, was mir nicht so schwer gefallen ist. Bitte sei mir nicht sauer, Gigi, aber alles gut. Ich gebe dir meine Stimme, ja? Ja, klar. Okay, alles gut. Ja, alles gut, Christian. Julia, du bist eine Freundin, deswegen macht es wenig Sinn, dich zu nominieren. Ich habe am Ende mich dafür entschieden, ich weiß nicht, ob das richtig war, ich habe das Gefühl, dass dieses Husten immer schlimmer wird. Ich habe gedacht, wenn du raus bist, dann wird dir geholfen. Und deswegen habe ich dich nominiert. Ich tue mich schwer damit, aber das war meine Entscheidung. Das ist nein. Da ist was anderes und man kennt ihn ja. Der will nicht da, der will sich immer raushalten. Und Georgina hat ja recht mit den kleinen Eiern. Ist ja nicht so, dass es nicht stimmt, ne? Als ich hier reingekommen bin, hatte ich mir vorgenommen, nicht zu weinen, nicht laut zu werden. Aber letztendlich, Julia, du hast mich durch deine Art dazu gebracht, dass ich laut wurde. Soll ich alles mal sagen, was du alles hier abziehst, Dinge reinschmuggelst und wir werden alle dafür jetzt bestraft, weil du Scheiße baust? So sieht's mal die Sache aus. Halt mal ein bisschen den Ball flach, Julia Siegel. Und deswegen, ich habe dir auch meine Stimme gegeben, weil ich denke, dass das erstmal verarbeitet werden muss, was einfach zwischen uns beiden noch passiert ist. Ja, ich habe mich auch für Julia entschieden, weil ich gerne mit Gigi auch gerne noch mal in so einem Game antreten möchte. Dafür bin ich hier. Ja, ich bin noch drin. Also, guck mal, wäre ich schon peinlich, wenn ich jetzt gegangen wäre. So mal unter uns so. So, ich wäre dann so 9. Platz. Schon peinlich, ja. Boah. Ich glaube, meine Stimme ist sehr klar.
Ich nominiere dich, Julia. Wir matchen einfach nicht zusammen. Es gab immer wieder Diskussionen, wir haben uns ausgesprochen, dann ist das Gleiche wieder passiert. Und es hat sich alles ein bisschen wiederholt. Und ich hoffe, du kannst heute Abend dafür richtig, richtig gut essen und trinken und genießt es ein bisschen. Gewonnen bei der Misswahl, nein, Julia, du hast die meisten Stimmen erhalten und musst morgen früh das Camp verlassen. Warum aber morgen früh? Soll der Scheiß jetzt einen Tag noch hier? Das verstehe ich auch nicht.